Heute, Leute, sind wir im Bermuda-Dreieck. Ihr glaubt es nicht, ey. Das wird der Hammer. Wir sind auf dem geheimnisvollsten Ort auf der ganzen Welt, Leute. Nur, dass ihr versteht, wir sind hier im Urlaub. Und wir werden eine tolle Zeit haben. Wir werden schwimmen, tauchen, uns entspannen und alles tun, was wir wollen. Toll, Leute. Worauf warten wir denn noch, Jungs? Lass uns endlich schwimmen. Los, los geht's. Later. Leute, ich gehe zuerst schwimmen. Ist doch klar. Ganz genau mit diesem Ding hier. Versteht ihr, Leute? Nee, Leute. Ich komm nicht mit. Ich werde mich einfach hier ausruhen. Oh. Das, ich denke, ist eine schlechte Idee, wenn du selbst gehst. Wir befinden uns doch schließlich im Bermuda-Dreieck, Alter. Bla, 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 Dimon. Das sind doch alles Märchen, was im Bermuda-Dreieck so gefährlich ist. Woher hast du diesen Scheiß? Haut da rein, Leute. Rafa, Rafa, schau mal, ey, oh, was ist das? Was ist denn das, Alter? Wer bist du? Hey, Leute, wo ist das? Er badet irgendwo dort hinten. Okay, aber ich sehe ihn nirgendwo. Was meinst du? Stars! Jungs, Jungs, macht euch manchen Sam. Stars drückt doch schließlich eine Apple Watch. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir live sehen können, wo Stars sich jetzt gerade befindet. Oh, Leute, ich habe eine Idee. Ich habe einen Freund, der ist Soldat und er ist jetzt Kapitän. Wir können ihn anrufen, damit er mit dem Schiff hier rankommt. Das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Oh, hey. Hallo, Rafario, wie geht es dir? Ich brauche deine Hilfe, mein Freund. Wir müssen ins Zentrum des Bermuda-Dreiecks. Nein, es ist sehr gefährlich, mein Freund. Kein Problem, ich gebe dir so viel Geld, wie du willst. Oh, dann ja, okay, lass uns gehen, komm. Einverstanden, Jungs. Okay, lass uns alles zusammen zum Hafen gehen. 20 minutes later. Leute, wo ist die Yacht? Wo ist diese Yacht? Keine Sorge, wir finden gleich alles. Keine Sorge, machen niemals Sorgen. Oh, hier ist mein Freund. Oh, hey. Hallo, Rafio, wie geht es dir? Hi, hi, mir geht's gut. Alles super, alles fresh. Das ist mein Freund. Willkommen auf meiner Yacht. Bitte kommt rein, kommt rauf hier. Ja, los geht's. Lass das retten gehen. Lass uns gehen. Kommt schon. Oh, Leute, ist das ein tolles Schiff? Wow, und die Yacht ist voll groß, Alter. Also, Kapitän, lasst uns keine Zeit verschwenden. Hier ist das, da müssen wir hin. Natürlich, Jungs, kommt, lasst uns gehen. Leute, wir gehen jetzt zum Bermuda-Dreieck. Also, gebt uns unbedingt einen Like und abonniert den Kanal, damit das Glück mit uns ist. Los geht's. Later. Wir sind angekommen, Leute, hier. Wo ist das? Leute, ich fühle mich irgendwie echt nicht gut. Oh, Stars! Stars, da ist Stars! Leute, Stars ist da! Kommt her, Leute! Komm her, kommt her! Da ist Stars! Stars! Wo ist er? Schaut! Stars! 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 Leute, Leute, ich schwebe, ich schwebe, ich schwebe, schaut mal, hey, Jungs, Leute, schaut mal. Oh, oh. Oh, so ein Mist, Alter. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Helf mir, helf mir, hey. Stassi, komm her. Stass, komm her. Oh. Komm, steh auf, mein Junge. Stassi, komm, Stassi, komm, 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 komm. Leute, ihr werdet es nicht glauben, was ich gesehen habe. Unglaublich da draußen. Was hast du gesehen? Was hast du gesehen, Stas? Etwas Paranormales ist passiert. Plötzlich hat mich das Meer mitgenommen. Dann bin ich irgendwo aufgewacht. Ich habe einen Geist gesehen. Ihr glaubt es nicht, Mann. Wovon redest du? Bist du komplett dumm? Geister existieren nicht. Du musst wohl einen Sonnenschlag bekommen haben oder so. Aber ich sage die Wahrheit, Alter. Der hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Odyssee, lass uns von hier verschwinden. Die sind doch alle total durchgeknallt. Ach, was auch immer. Rafa, wo und wie hast du diese große Yacht gefunden? Ist ja unglaublich. Ja, mein Freund ist hier. Er ist Kapitän und das ist
deine Yacht. Und du bist gekommen, um mich zu retten, ja, oder? Ja, aber wie auch immer, lass uns den ganzen Tag und die ganze Nacht hier abhängen. Und wir werden gucken, ob der Geist des Bermuda-Dreiecks wirklich existiert. Ausgezeichnet, ausgezeichnet, Entscheidung. Ich bin im Spiel. Lass uns gehen. Timon, willst du vielleicht tauchen gehen? Oh, nein, Odyssee, ich kann nicht mehr. Ist total schlecht. Gut, wie du meinst. Nein. Ich gehe alleine tauchen. Ja, okay, ich gehe alleine. Leute, gleich kommt hier die tollste Arschbombe auf der Welt. Oh, Leute, gib's zu, das war ein guter Sprung. Oh, Odysseus ist da tauchen gegangen. Stas, komm, lass uns auch tauchen gehen. Ja, geh tauchen, okay. Oh, was denn das, Alter? Okay. Rafa, geh mal springen, alles klar. Ich habe eine andere Idee, Jungs. Schaut mal hier. Oh, Stas Daddy ist wieder da. Leute, und ihr, meine Freunde, schreibt in die Kommentare, wer am besten taucht. Natürlich nur Rafari und Gielami. Nur Gielami, nur damit ihr es wisst. Jetzt machen wir eine Challenge, wer am besten taucht. Alles klar? Ja, super, gute Idee. Du springst also als Erster. Also, ich bin bereit. Komm, lass uns zusammen zählen. Und ihr schreibt in die Kommentare, wer am besten ist. Eins, zwei, drei. Ich bin besser gesprungen. Nee, ich war besser. Was? Ich nee, gar nicht. Du lügst, Alter. Nee. Okay, ich nehme jetzt diesen Seabob hier. Das wird großartig, Jungs. Seid ihr dabei? Und los geht's, Jungs. Leute, ich werde mich jetzt ein bisschen hinlegen, da ich mich echt nicht wohlfühle. Leute, ich habe eine Idee. Ich gehe fischen, weil ich weiß, dass Angeln mich ablenkt und ich mich dadurch besser fühlen werde. Also Leute, lasst uns gehen. Großartig, Jungs. Jetzt werde ich voll viele Fische fangen. Also, fangen wir an zu fischen. Oh Mann, ich das liebe. Das ist richtig gut. Ja, Mann. Leute, ich werde jetzt ein bisschen baden gehen. Oh, einfach göttlich, Jungs. Einfach nur göttlich. Perfekt. Hey, ich habe eine Idee. Leute, ich bin hier schon so lange und ich habe noch keinen einzigen Fisch gefangen. Stell dich das mal vor. Oh mein Gott. Oh, Freunde, ich habe einen Haken. Ich habe da einen Haken. Komm schon, lass ihn rausziehen. Ich glaub's nicht. Oh, scheiße, Leute, was passiert? Leute, was ist denn los? Scheiße. Oh, scheiße. Mann, was ist denn? Hilfe! Komm schon, er gibt nicht nach. Noch stärker ziehen, komm schon. Komm schon. Was zum Teufel ist das? Welche bunte Badehose ist das, Alter? Wem gehört hier? Ah, ich glaube, die gehört Rafario. Ich wollte Fische fangen, keine Badehose. Rafario! Was soll ich denn machen? Ich bin ohne Badehose. Es tut mir leid, Rafario, es tut mir leid. Hier, nimm sie zurück, nimm sie. Hier, bitte. Hol sie dir, komm schon. Simon, komm, hierher. Simon, was hast du gemacht? Simon, du bist ein richtiger Idiot. Du machst einfach nur den ganzen Tag Scheiße. Einfach nur Mist. Du bist richtig. Nimm das. Oh, Leute, ich hätte mir das alles nicht anhören sollen. Ich glaube, ich bin kein guter Angler. Ich gehe und mache irgendwas anderes. Leute, es war ein Streich und der hat funktioniert. Alles klar, Simon? Simon, wie hat dir der Streich gefallen? Hä? Komm, sag schon. Ja, total. Du hast eine gute Fantasie. Ja, natürlich bin ich sehr schlau. Ist doch klar, Alter. Wenn auch nicht Rafa, immer. Ey, schau mal. Es reicht für heute, Leute. Also, Rafa, weißt du, dass ich dich ohne Badehose gesehen habe? Das ist absolut nicht lustig. Überhaupt nicht lustig. Du verstehst gar nichts, Junge. Das war so lustig, Odysseus. Ja, das war der beste Prank überhaupt. A few moments later. Der Kapitän führt gerade das Schiff. Und steuern möchte ich auch. Also werde ich ihn darum fragen. Was? Du bist zu jung zum Steuern, Alter. Du bist viel zu klein. Schaffst du sowieso nicht, Junge. Nein. Ihr könnt mich so viel wie möglich necken. Aber wisst ihr was? Ich werde trotzdem noch steuern. Ach komm, laber mich nicht voll, Alter. Ich gehe und frage ihn trotzdem. Guten Tag. Darf ich auch mal steuern? Ja, kein Problem.
großartig, vielen Dank. Ha, jetzt bin ich der Captain. Und weil ich der Captain bin, kann ich alles Mögliche machen auf dieser Yacht. Ich kann steuern und alle Knöpfe drücken. Also Leute, mir ist ein richtig guter Streich angefallen. Puh. Ich habe ein Programm auf mein Telefon heruntergeladen, das die Stimme ändert. Und hier habe ich ein Walkie-Talkie. Und jetzt werde ich die Jungs erschrecken, als wäre ich ein Geist, Alter. Stellt euch das vor. Aber bevor ich anfange, muss ich den Schiffsmotor ausschalten, Leute. Also, folgt mir und schaut zu. Folgt mir. Kommt schon mal, los geht's. Also, Leute, ich drücke auf den Knopf. Mann, ist das cool, Alter. Hopp, hopp, hopp. Hopp. Was ist hier passiert? Was ist kaputt gegangen? Was soll das? Hey, du kleiner Scheißer. Ich bin der Geist des Schiffes, des Bermuda-Dreiecks. Du hast deine Lektion noch nicht erhalten, nachdem ich das erschreckt habe. Ich kann es nicht glauben. Er kommt wieder für mich. Ich habe dir gesagt, dass es war, Freund. Ich hab's gesagt, Mann. Oh nein. Raffaello, Raffaello, ich hab Angst. Keine Angst, mein Sohn. Keine Angst. Voll erwischt, das war ein Streich gewesen. Welchen anderen Streich? Was für ein Streich? Wovon redest du, Mann? Hey, hast du sie noch alle? Tu sowas nie wieder, Alter. Timon, hier ist absolut kein Platz für Witze und für Scherze. Hier passieren einfach nur seltsame Dinge, verstehst du? Okay, Freunde, entschuldigt mich. Ich wollte nur zum Lachen bringen. Also tja, Freunde, wusste nicht, dass so läuft. Und gelacht hast nur du. Wir haben nicht gelacht. Later. Guten Abend, ich bin schon wieder. Könnten Sie mir zeigen, wo hier die Hupe ist? Genau hier. Dankeschön. Schaut mal, Leute, was für einen Prank ich mir ausgedacht habe. Was ist passiert? Odysseus hat es geschafft. Odysseus, bist du beknackt? Was machst du da, Alter? Ah, Leute, ich hab richtig Hunger. Ich möchte etwas essen gehen. Und ich auch, um ehrlich zu sein. Ich hab voll Hunger, Freunde. Dann lass uns doch in die Küche gehen. Worauf warten wir denn noch? Kommt, Jungs. Ja, lass uns gehen. Los geht's. Oh, yes, Alter. Koch oder was? Guten Abend, die Herren. Oh, das ist ja eine geile Küche hier. Bist du Koch oder was? Was kochst du denn hier? Mach mal was klar, Alter. Ja. Sie können sich an den Tisch setzen. Ich werde Ihnen alles bringen. Komm, mach, Alter. Oh, was für verrückte Herrschaften. Oh, ist das geil oder was, Alter? Direkt auf dem Wasser hier. Los, lass uns essen. Guten Appetit, die Herren. Oh, das war so lecker, Alter. Ich kann's nicht glauben, Mann. Mann, ich kann mich gar nicht bewegen. Oh, ich kann nicht mehr. Lass uns dorthin hinsetzen. Okay, lass uns gehen, Jungs. Los. Kommt schon, Leute. Lasst uns ein bisschen Fernsehen und uns ausruhen. Was meinst du? Oh, Stas, du bist richtig, richtig schlau. Stas, jetzt sag uns mal die Wahrheit. Hast du uns getäuscht oder hast du wirklich einen Geist vorhin gesehen? Hey, was laberst du? Ich habe nicht geschummelt. Ich hab's wirklich gesehen, Alter. Laber nicht. Ja, Stas, komm schon. Laber keinen Unsinn. Jungs, komm mal her. Das müsst ihr gesehen haben. Los, komm. Was? Was ist passiert, mein Freund? Komm schnell mit hier. Schaut mal da. Mit euch kaputt, Alter. Das sind meine Gewässer hier. Verpisst euch alle schnell, sonst werde ich sauer hier. Leute, das ist genau dieser Geist, den ich gesehen habe. Ey, Kapitän, ey, starte den Motor und los, schnell. Los, schnell, Alter! Komm, lauft! Alle schnell in die Kabinen! Versteckt euch! Ich habe vor nichts Angst, Alter! Wo bist du, Geist? Komm her! Ich habe Angst vor Gespenstern! The next day. So, wo sind wir denn? Oh, wir sind wieder da. Stas, Odysseus, kommt her. Wir sind da. Kommt. Leute, lass uns sehen, was Raffaello will. Hey, Raffaello, was zum Teufel ist passiert? Oh, Leute, wir sind jetzt im Hafen. Lass uns rausgehen. Toll, los. 20 minutes later. Leute, das war das geilste Abenteuer, das ich je hatte, ey. Das war unglaublich spannend.
Wir hatten eine voll geile Zeit, Leute. Oh, Leute, das war richtig geil abgefahren. Leute, wenn ihr den zweiten Teil sehen wollt, dann müsst ihr unbedingt ein Like hinterlassen. 50.000 Likes brauchen wir. Los. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert uns. Dann verpasst ihr nie wieder ein Video. Und nicht vergessen, klickt immer auf die Glocke, um kein Video zu verpassen. Haust du rein, Alter. Tschüss. Adieu, meine Freunde.